Tomb Raider Legend. England hatten wir jetzt ja durchgehabt. Spiel fortsetzen und auf geht's nach Nepal. So, Vorbereitung Nepal weiter. Schwierigkeit ist immer noch auf Mittel und wir landen im Kraftmanner. Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland... Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, Alistair, ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Der Galali-Schlüssel. So, ab in die Berge. Das Wrack müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Sind wir wirklich richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. Wir auch nicht. Guck mir in die Augen. Denn ich... Söderle. Und schon stolpern wir wieder ohne Kletterausrüstung durchs Gebirge. Der Schnee und das Eis sehen ziemlich brüchig aus. Geh lieber weiter, bevor du noch einbrichst. Ich habe das schon mal gemacht, weißt du? Mindestens einmal. Ja, dann wollen wir doch mal den Anhänger holen, den Laras Mutter als... Ne, Anhänger ist es ja nicht, Brosche oder irgendwie sowas, ne? So, einmal nach hinten, Dankeschön, und rechts, Mensch, nach rechts, das war knapp. Schwupps. Holen wir uns das Secret, den Schatz, joa, ne? Wenn man jetzt auch noch runter gucken könnte. Jo. So. Damit wir nach oben kommen, musste sich auch ein bisschen abstützen können. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja. Das sind doch mal starke Eiszapfen, wa? So, nach rechts geht's auch noch weiter. Und siehe da, silbernes Secret. Silberner Schatz. Wie man's halt sehen will. So, wo geht's denn das jetzt hier weiter? Da. So, pack die Wummen ein. Da ist es. So ungefähr. Ungezirka. So, ein bisschen rutschen. Und weiter rutschen. Und steht. Kommando Pimperle.
Puh. Hey, mit so einem Ding kommt man bequem auf einen Berg. Lent, ich habe ihm gesagt, er soll sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern, aber nein, er folgt mir ans Ende der Welt. Vielleicht hat er dich falsch verstanden. Meinst du, er sitzt da drin? Wohl kaum. Nicht, wenn er zu Hause die Füße hochlegen kann. Ja, wer macht das nicht? So, hier ist irgendwo ein Tiger. Tatzi, tatzi, tatzi. Pass auf! Ich passe. Mach doch gar nichts. Okay, sei vorsichtig. Du weißt, dass das Ding jeden Moment abstürzen kann. Das wusste ich damals und ich weiß es heute. Mach dir keine Sorgen, ich sehe. Und noch ein silbernes. Wie viele gibt's denn hier überhaupt? Ein goldenes, 6 Silber, 9 Bronze. So. Ausgleichbedarf. Guter Tipp, Sip. Wenn ich dich nicht hätte. Dich und Winston. Ihr unterschreibt die Schecks. So, Mensch, komm hierher. Nicht so weit. Ach ja, wenn mal irgendwas gleich auf Anhieb klappen sollte. Das wär's mal. So, hier kannst du noch drauf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist es das? Ja. Das ist es. Lauf, Lara, lauf! Duck dich, duck dich! Natürlich. Ich frage nur. Normalerweise greifst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Jetzt muss ich nur noch einen Ort aufsuchen. Aber das dauert nicht lange. Einen Ort aufsuchen. So, wollen wir mal rutschen? Mal gucken. So, da bricht doch auch ab. Jo. Und Sprung. Jetzt pack die Dinger ein. Und ja, diesmal habe ich dran gedacht, endlich mal ein bisschen heller zu machen. Das war auf 0% Helligkeit. Ich habe mal auf 50 hochgeschraubt. Wie man da unten sehen konnte. Es war um 50%, Jore. Sensationell fantastisch. Ich mag diesen Ort ganz und gar nicht. Kann ich gar nicht deuten. So, Lara kriegt was auf der Omme und stürzt nicht ab. Macht dir gar nichts. Rutsch nicht aus. Alles klar. So. Hier war doch auch noch irgendwo ein Secret, ne? Waren das hier runter, glaube ich. So, noch ein Stück. Da ist das Goldene. Ja, größere Magazine für Pistole haben wir ja jetzt. Wann es sie gegeben hat, genau was man da erreichen musste, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. So, hoch. Komme ich darüber? Muss ich eigentlich, ne? Oder auch nicht. Na, jedenfalls wird das gespeichert, wenn man einen Schatz eingesammelt hat. Lara. Mein Gott, Lara. Das ist fantastisch.
Fantastisch! Sieh sie dir an! Das ist ja sensationell! So, jetzt aber mal richtig. Alles klar. Ein guter Rat, rutscht nicht aus. Sowieso sehr, sehr schwer. Böse Bruder vom Weihnachtsmann. Verdammt nochmal, das ist viel zu riskant, Lara. Ich schaff das. Eben. So, hatte ich eben doch tatsächlich da die Spalte übersehen. So, jetzt... Nein, dahin bitte. Jo. Ich will gar nicht hinsehen. Das sagst du immer und dann siehst du trotzdem hin. Ist das mal gut? Ist das kalt hier? Das hast du recht. Schon klar. Kein Problem. So, da ist jetzt noch ein Schatz. Den hatte ich eben schon versucht einzusammeln. So, drei Medipacks wieder. Sonderbar. Das wird doch heiß, Mensch. So, ah, guck mal hier. Teilweise überhaupt nicht, ja, schwer versteckt. Da muss man ja drüber stolpern. Da kommst du nicht rüber. Und wenn du schwimmst, endest du als Eis am Stiel. Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. Wie der Supercop, Terence Hill. Ja. So, warum kann man jetzt noch hier rüber? Hier ist doch gar nichts. Ist gut, Sid. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Genau. Halt die Klappe! Los, komm her hier. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, da ist noch ein Schatz. Geh raus da. Den hole ich mir noch. Soja, Latte. Macchiato. Es ist aber auch kalt, Mensch. Ach, wow. Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. So, da ist nix. Irgendwo lagen hier auch noch Secrets rum, aber wenn dann hier unten. Andere Seite? Ich weiß es jetzt gar nicht. Na gut, gehen wir nochmal hoch. Ach nee, wir müssen erst darüber, so war das. Wow.
Wow. So, kannst du auch keine Treppen steigen, oder was? So, zu dem Brezel kommen wir gleich. Jetzt will ich erstmal hier oben gucken. Hier liegt doch bestimmt was. Jo. Das ist das Einzige. Scheint so. Mal kurz auf der anderen Seite gucken. Bop, 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 bop. Na komm schon. Kann mir gleich nochmal nebenbei Gedanken machen, wie es genau da mit dem Rätsel war. So, da hinten ist es. Gut. Hier bricht schon alles zusammen. Ja, Mensch, wie war das jetzt hier gleich? Du kommst hier hin. So, nochmal schon weiter drauf schieben. So. Dann kommst du hier in Zackerblö. Und es war nicht ganz so gut. Also die Kiste ist schwerer als Lara. Ich wollte es mal kurz demonstrieren. So, dann packen wir hier die große drauf. Ist ja klar, dass es Gleichgewicht ist. So. Mischen gegen Wand laufen ist auch schön. Macht jedes Mal wieder Spaß. Und wir sind jetzt bestimmt so schwer wie die Kiste, die jetzt da drüben drauf steht. Yep. Demzufolge kommt hier erstmal die kleine Kiste drauf. Na, komische Bewegung. So, komm her hier. So einfach geht das. So, jetzt theoretisch müssten wir jetzt ganz runter. Jo. Mensch, kannst du denn nicht von da aus da hinspringen? So, komm hier. Aua. So, Sesam, öffne dich. Hier hat eine symbolische Funktion. Wenn die Welt da drauf... Mist. Naja, eins nach dem anderen. 5:55. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Es ist zerbrochen. Aber vielleicht... Wenn nicht mehr passiert, war das alles nur Zeitverschwendung. Ich
schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich hier rauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß? Das ist ein unbezahlbares Artefakt! Tja, jetzt wissen wir, wie Arthurs König wurde. Tja, und hier fällt alles zusammen. Lauf, Lara! Boah, es ist laut auf dem Ohren. Schon weg gewesen. Und nun? Willst du dich noch umsehen, Lara, oder bist du fertig? Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. So, das war Nepal. Das vorletzte Level. Und freigeschaltet haben wir nur Zwischensequenzen und Objektmodelle. Goldene hat er doch nicht genommen. Naja, auf jeden Fall habe ich gezeigt, wo es ist. Ein paar Silberne, ein paar Bronze haben wir übersehen. Was soll's? So, jetzt mache ich noch einmal beenden. Speichern. Neuer Spielstand. Und bei der nächsten Aufnahme mache ich dann noch das letzte Level zurück in Bolivien. Da geht's dann zum finalen Kampf. Aber das dann erst beim nächsten Mal, ne? Bis dahin und reingau.